die Arbeitslosen, die Hartz-IV-Empfänger oder vielleicht auch die Vermögenden und Spekulanten. Herr Bert Brandl hat es in der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt gebracht. Er schrieb, Saus und Braus herrscht nicht so sehr in den Sozialwohnungen als auf den Finanzmärkten. Recht hat er und damit muss jetzt Schluss sein. Für Hoteliers sind Milliarden drin, für die Arbeitslosen heißt es Gürtel noch enger schneiden. Eine solche Politik kann ich nur noch als obszön bezeichnen. Bei den einfachen Menschen traut ihr euch und vor den Mächtigen und vor der Wirtschaft kuscht ihr. Eine schöne Gesellschaft haben wir da beieinander. Die Krise und ihre Folgen werden uns auch im Land noch auf Jahre beschäftigen. Wir sind nicht über den Berg, sondern mitten im unwegsamen Gelände. Wir wollen wissen, wie die Aufräumarbeiten nach dem Finanzcrash aussehen sollen. Wo wird abgeräumt? Was wird neu gebaut? Wir verlangen